ich möchte mit Politik nichts zu tun haben. Ich bin ein Anarchist. Ich vermag das nicht theoretisch zu formulieren, weil sonst wird schon wieder eine Weltanschauung. Ich bin gegen Weltanschauungen. Aber die Verwaltungssysteme müssten grundsätzlich ohne Staat ganz anders ausschauen. Das ist meine Heimat. Ich habe lange in München gelebt, 10 Jahre. Und habe dort Bier getrunken und irgendwie meine Figur angereichert. Aber ich bin immer so alle 2 Monate heimgefahren und habe mich mit meinen Freunden beim Heurigen getroffen. Und habe Prinzendorf immer geliebt und konnte dann durch einen Glücksfall nur um den Grundpreis das ganze Anwesen erwerben. Und die Atmosphäre zur Kreisky-Zeit war wieder kunstfreundlich. Und wir sind alle zurückgeholt worden. Sind alle wieder zurückgegangen. Ja, es ist unappetitlich mild geworden. Aber Kunst ist immer ein Kampf. Das sinnliche, intensive Erleben ist mir sehr wichtig und das möchte ich den Menschen lernen. Und in dem Sinn soll mein Fest, obwohl es sehr viel mit dem Tragischen zu tun hat, ein Lebensfest sein. Und ich möchte mit meiner Arbeit Tod und Auferstehung zeigen. Tod und Auferstehung, das haben sie in der ganzen Welt, das haben sie durch die Jahreszeiten gegeben. Dann jetzt haben wir den Winter und sehr bald wird es wieder Blüten geben und Früchte und dann wieder den Winter. Also das ist ein Kreislauf des Lebens und das scheint mir sehr, sehr archetypisch und grundsätzlich. Und das ist ein Grundmotiv meiner Arbeit.